vielen Dank und ich freue mich, heute hier sein zu können. Ich muss ganz ehrlich gestehen, vor 2 Tagen hat mich eine junge Frau für 70 gehalten und so alt bin ich noch nicht. Aber es kann schon sein, dass ich so alt aussehe, weil am Wochenende war ich 4 Tage lang im Bett und krank und schwach. Und ich freue mich, dass es mir jetzt so gut geht, dass ich wieder hier stehen kann, was machen kann. Ich bin 64 Jahre alt und mein erstes Mal China war 1987. Und ich muss einfach mich auch an Ferdinand ein bisschen anschließen, auch wenn es bei mir länger her ist, aber meine Erfahrungen mit meinen ersten Reisen nach China waren ähnlich. 1987 war ich 4 Wochen in China. Ich habe so Angst gehabt. Ich habe 4 Wochen vorher schon nicht mehr geschlafen, weil ich nur noch Albträume hatte. Und trotzdem bin ich dahin. Und das ist auch mein Motto. Wenn ich irgendwo hin will, wenn ich irgendwas sehen will, dann mache ich das. Und ich bin dann vor nunmehr auch 26 Jahren, 1,5 Jahre nach Asien gereist mit dem Rucksack als Frau alleine und habe mir da einige Abenteuer gegönnt. Transsibirische Eisenbahn, Karakorum-Highway, Trekking im Himalaya. Aber in den 18 Monaten war ich also 3-mal in China, jeweils 2, 2,5 Monate, fast 3 Monate. Und habe mir sehr viel angesehen. In einer Zeit, wo man noch ohne Smartphone in der einen Hand und Internet in der anderen gereist ist, wo man nicht einfach irgendein Wort eintippen musste, um das dann prompt auf Chinesisch herauszufinden. Ich konnte kein Chinesisch, ich hatte kein Smartphone. Ich musste mit einer normalen Landkarte auskommen und irgendwie versuchen, meinen Weg zu finden. Ging aber. Die Bibel des China-Reisenden war damals schon der Lonely Planet Guide. Und da hat man sich orientiert, der war eine große Hilfe. Und ja, danach hat es mich mit China so erwischt. Und der Unterschied zwischen mir und Ferdinand ist jetzt, dass ich nicht das Naturerlebnis besucht habe. Ich habe es zwar auch gefunden, irgendwie nebenbei, aber ich bin die Stadtmaus und ich liebe Kulturerlebnisse, Tempel, Museen, Ausgrabungen, das ist meine Welt. Und da ist China absolut optimal für. Ich habe dann irgendwann auch Chinesisch gelernt und bin immer wieder nach China gereist und irgendwann bin ich auf diesen Gedanken gestoßen. Klar, Pandas kennt jeder, Tiger kennt jeder, das sind so die Tiere, die man mit China verbindet, aber Elefanten. Und es gibt sie. Man muss nur erstmal auf die Idee kommen, danach zu gucken. Es gibt eine Geschichte, mit der ich jetzt anfangen möchte. Einst hat in China ein König gelebt, vor vielen hundert Jahren. Und er hatte irgendwie mal was von Elefanten gehört. Was der gemacht hat, war eigenartigerweise, er hat 5 weise Männer nach Indien geschickt, die sollten herausfinden, wie so ein Elefant eigentlich aussieht. Das Besondere an diesen 5 weisen Männern war, dass die blind waren. Das heißt, die sind nach Indien gereist, sind dort willkommen geheißen worden und haben dann mit den Händen die Elefanten dort erkundet. Und als sie zurückkamen, sagten die, ich lese das jetzt mal vor, weil ich das nicht auswendig kann, also die haben diesem König Bericht erstattet und der eine Blinde, der nur den Kopf angefasst hatte und ertastet hatte, und der sprach, also so ein Elefant ist wie ein langer Arm, denn dieser Mann hatte nur diesen Rüssel ertastet. Der Nächste sagte, nein, nein, ein Elefant ist wie ein Fächer. Ja, der hatte die Ohren in der Hand gehabt. Dann gab es einen, der hat sich die Beine ertastet und meinte, so ein Elefant ist sowas wie eine Säule, eine dicke, große, mächtige Säule. Ein anderer meinte dann, nein, ihr habt doch alle Unrecht.
So ein Elefant ist wie eine große Tonne, wie ein Gebirge. Der hatte dann den Leib. Und einer meinte, also ich verstehe nicht, wovon ihr redet, so ein Elefant, das ist so wie so eine Art Schnur mit einem Büschel am Ende. Das war der Schwanz des Elefanten. Und dann waren die eigentlich alle ganz unglücklich, weil jeder hatte was anderes erklärt und meinten nun, sie hätten dem König nicht genügend Bericht erstattet. Aber der war eigentlich zufrieden und meinte dann, ich danke euch, denn ich weiß nun, was ein Elefant ist. Ein Elefant ist ein Tier mit einem Rüssel, der wie ein langer Arm ist, mit Ohren, die wie Fächer sind, mit Beinen, die wie starke Säulen sind, mit einem Schwanz, der einer kleinen Strippe mit ein paar Haaren daran gleicht und mit einem Rumpf, der wie eine große Masse mit Rundungen und ein paar Borsten ist. Ist egal. Jedenfalls, für mich heißt das eigentlich auch, wenn man nur einen Teil kennenlernt, kann man nicht sagen, man weiß schon alles. Es ist immer nur ein Teil und im Grunde ist es das mit China auch. Es ist ein Riesenland und wer nur einen Teil kennt, kennt noch nicht das Ganze. Aber ich weiß nicht, wer von euch war denn überhaupt schon mal in China? Klassisches China, ja. Wer wusste eigentlich, dass, oder wer von euch weiß, dass es in China auch Elefanten gibt? Gut. Wenn man erstmal überhaupt auf die Idee gekommen ist, dass es Elefanten gibt, dann wird man auch den einen oder anderen Elefanten sehen. Und zwar wird einem der fast überall begegnen. Hier guckt ihr euch den Elefanten an, ihr seht die großen Ohren, den Rüssel, die starken Beine, das ist also so ein typischer Elefant, aber der hat rechts und links je drei Stoßzähne. Was das damit auf sich hat, werde ich später noch beschreiben. Der Elefant in China, hoch, falsche Richtung, Entschuldigung. Der Elefant in China hat eine große Bedeutung, einmal als weises, mächtiges, kräftiges Tier. Und man sieht ihn überall. Jetzt einfach nur mal so am Anfang. Man muss schon genauer hingucken, um die Elefanten da auf den Dächern zu sehen. Das ist ein großer Tempel in Shanghai. Ja, und ich will euch heute drei Stellen zeigen, wo man Elefanten findet in China. Nicht unbedingt immer lebendige, aber interessante. Das ist einmal Peking. Chengdu und ein Gebiet, das nennt sich Sichuanwanna. Das ist, Sichuanwanna ist eigentlich mehr wie Burma oder Thailand, ist nicht so wirklich chinesisch, aber gehört zu China und ist da an der Grenze. Eigentlich ja ungefähr der Punkt da, wo das X und I steht. Alles andere ist schon wieder weiter weg. Ich beginne mit den ältesten Sachen, Beziehungen zu Elefanten. Und zwar hat es die damals eben nicht nur in dieser Ecke da so Richtung Burma gegeben, sondern vor 3.500 bis 4.000 Jahren gab es Elefanten, also ja fast bis zum Yangtze, überall in Südchina. Und dieses hier ist die fruchtbare Gegend um Chengdu, der Hauptstadt von Sichuan, der Provinz Sichuan. Dort gab es oder gibt es immer noch eine der fruchtbarsten Ebenen in China mit reichlich Flüssen, tropisch. Da muss es früher Unmengen von Elefanten gegeben haben. Vor allen Dingen zu einer Zeit vor ungefähr 3.500 Jahren, als das Königreich Shu dort existierte. Das hat man nun lange ausgegraben. Es gibt zu nennen also einmal die Ausgrabungsstätte von Jinsha, dem Gold-Samtfluss,
Das ist also wirklich mehr als 3000 Jahre alt. Da haben sich sehr gut auch organische Materialien erhalten, sprich Baumwurzeln und Elefantenstoßzähne. Und zwar in Mengen, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. In solchen Horten, in solchen Bergen hat man da hunderte von Elefantenstoßzähnen gefunden, unbearbeitet, nur einfach abgeschnitten, als Opfer dargebracht. Man hat einige dann nach der Ausgrabung genommen und konserviert in Flüssigkeit. Weil, was mich wirklich völlig fasziniert ist, die haben diese Unmengen Elefantenstoßzähne und haben aber keine Elfenbeinschnitzereien daraus gemacht. Damals nicht. Heute gibt es sehr viele schöne Sachen. Man hat da vor 3000 oder mehr als 3000 Jahren solche wunderbaren Jagdwerkzeuge hergestellt. Oder Masken. Aber seltsamerweise nichts aus Elfenbein. Nur diese Stoßzähne dort in der Erde versenkt. Oder, das ist nicht weit von Jinsha, der Ort nennt sich San Chim Dui. Da hat man nicht so viele Stoßzähne gefunden, aber man hat diese Figur zum Beispiel gefunden, einen Heiligen, den man da anscheinend sehr verehrt hat, über eine lebensgroße Bronzefigur. Und in diesen Händen hat der offensichtlich einen Stoßzahn gehalten. Das war schon sehr bedeutend. Auch diese Figürchen, das ist jetzt leider bei dem Licht nicht so gut zu sehen, aber die haben auch Stoßzähne in den Händen gehabt. Das muss schon eine große Bedeutung gewesen sein für die Leute. Und es hat in Südchina fast überall Elefanten gegeben, südlich vom Yangtze. Na, hier ein typisches Bein, so von einem lebendigen Elefanten. Und so sehen Elefanten aus, wenn man die in Peking herstellt, an dem Weg der Seelen zu den Minggräbern hinstellt. Ja, haben die jetzt wirklich noch Ahnung gehabt, wie so ein Elefant aussieht? Jedenfalls haben sie immer noch jemanden gehabt, der so Tiere darstellen konnte. Und man sieht eben auch wieder den langen Arm, den Fächer, die Sohlen. Die stammen eben, diese Elefanten stammen so aus dem 15., 16. Jahrhundert. Sehr hübsch gemacht und sehr realistisch eigentlich auch. Selbst in der verbotenen Stadt findet man den einen oder anderen Elefanten, auch wenn man es jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennt. Aber ne, man sieht Elefanten überall. Oder diesen lustigen Kerl, das ist übrigens ein Gefäß, in dem man Wein aufbewahrt hat. Ja, hier sind wir jetzt wieder bei dem Elefanten mit den drei Stoßzähnen rechts und links. Das hat natürlich eine Bedeutung. Der Elefant als solches ist vor allen Dingen im Buddhismus ein Symbol für Weisheit und Treue und Stärke vor allen Dingen. Und diese sechs Stoßzähne, die gehört zu einem Elefanten, der einer besonderen buddhistischen Heiligkeit zugeschrieben wird. Das ist der Bodhisattva. Jetzt muss ich echt nachgucken. Also ich weiß immer nur den chinesischen Namen, der ist aber eher wenig bekannt. Puxian ist der chinesische Name. Es gibt aber auf indisch, altindischen, Sanskrit, heißt dieser Bodhisattva Samantabhadra. Der ist ganz wichtig. Er ist nämlich der Schutzheilige, der Schutzpatron der Meditierenden und der Weisheit. Das heißt, man findet diesen Bodhisattva in den Tempeln und zu seinen Füßen immer wieder diesen weißen Elefanten mit den sechs Stoßzähnen. Diese sechs Stoßzähne stehen also für Großzügigkeit,
Ethik, Geduld, freudige Anstrengung, Konzentration und Weisheit. Also das ist eine ganz große Besonderheit und der begegnet man in der Nähe von Chengdu wieder am heiligen Berg Ömeishan. Da soll nämlich einst vor vielen, vielen, vielen tausend Jahren der Bodhisattva Pushyan auf einem weißen Elefanten aus Indien hingeflogen sein, hat sich da oben auf dem Gipfel des Ömeishan niedergelassen und ist seitdem der Schutzpatron halt der Meditierenden, der Mönche, der Leute, die ins Kloster gehen, um da zu meditieren. Das heißt, am Ömeishan, diesem heiligen Berg des Buddhismus, findet man in jedem Tempel überall Elefanten und eben immer diesen mit den Sektstoßen. Ja. Schön ist eigentlich auch die Volkskunst. Ne? Das ist jetzt in einem Tempel da am Ömeishan. Man sieht da auf dem Treppengeländer die ganzen Elefanten, die irgendwie mit Mühe und Not in diese Form des Pfeilers gehauen worden sind. Etwas eingedutscht, weil es eben besser nicht passt. Ne? Oder so. Man hat nun, oder hier so von hinten, also eigentlich kaum als Elefant zu erkennen. Man hat dort also auch moderne Tempel gebaut und das ist eine moderne Elefantenskulptur, noch als indischer Elefant zu erkennen oder als asiatischer Elefant. Und da hat man an irgendeinem Tempel sich vergriffen und hat afrikanische Elefanten, die mit den großen Ohren hingebaut. Da unten, ich weiß nicht, ob das zu erkennen ist, Kerzenständer in Elefantenform, wieder unser Elefant mit den sechs Stoßen. Ja, das ist einfach nur mal so der Hinweis auf das chinesische Wort für, oder Schriftzeichen für Elefant. Links das Schriftzeichen ist das für Schwein. Und da unten einfach auch mal ein Bild von einem Schwein. Rechts davon ist der Elefant. Und letztendlich sieht das Schriftzeichen aus wie ein Schwein mit einem großen Kopf und einem Rüssel. Oder Stoßzähnen, je nachdem, wie man will. Jetzt haben wir bislang eigentlich immer nur Skulpturen gesehen. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, Elefanten, es gibt noch wilde Elefanten. Und zwar in diesem Gebiet Sichuanbana, wo es also auch noch größere Urwälder gibt. Als ich dort 1991 war, also nun auch schon vor einiger Zeit, sprach man davon, dass es vielleicht noch so 100, 150 Elefanten gibt. Das war natürlich unglaublich schwierig, die zu sehen, und ich habe keine gesehen, 91. War ein Ding der Unmöglichkeit, auch wenn ich da im Urwald spazieren gegangen bin, auch im Urwald übernachtet habe, ging nicht. Wie ich vorhin schon sagte, Sichuanbana ist also mehr wie Thailand als wie China. Na, so dieser Tempel könnte auch irgendwo in Thailand stehen. Es ist ein tropisches Paradies, es ist wirklich schön, mit Urwald und Palmen und tollen Hotels, Elefanten überall, weil man hat nämlich jetzt auch die Liebe zum Elefanten entdeckt. Der Elefant wird in Sichuanbana ähnlich gehegt wie der Panda-Bär. Na, der Panda ist ja das Nationaltier von China und wird sehr überwacht, sehr sorgfältig behütet und gepflegt. Und Sichuanbana ist eben auch auf die Idee gekommen, dass das nicht geht, dass die letzten Elefanten in China aussterben. Geht nicht. Man hat Ressorts eingerichtet, also zum einen Schutzgebiete und zum anderen eben auch Aufzuchtstationen, Auffangstationen, wo man also verletzte oder verwaiste Elefanten aufnimmt und dann
groß sieht. Und dadurch spricht man heute schon wieder von rund 300 Elefanten, die es noch gibt. Echte asiatische Elefanten in China. Übrigens, diese chinesischen asiatischen Elefanten sind kleiner als die von Indien. Und interessanter Fakt noch so nebenher, die asiatischen Elefanten und vor allen Dingen die chinesischen sind enger mit dem Mammut verwandt als mit dem afrikanischen Elefanten. Das ist ein Bild aus diesem Ressort, von dieser Aufzuchtstation, ist aber eine Skulptur. Da muss man dann wirklich einen Ausflug buchen, richtig Eintritt zahlen und so. Und dann kann man auch Elefanten sehen, die nicht wirklich ganz wild sind. Wilde Elefanten zu sehen in China ist relativ schwierig. Aber ansonsten sieht man überall mehr oder weniger lustige Elefanten. Und das wollte ich einfach auch mal zeigen. Na? Hiermit komme ich jetzt zu einem Ende. Mehr über China gibt es bei mir auf dem Bamboo-Blog. Na, Bambu wie Bambus, ein Block, wo ich also all meine Weisheit über China ausdrücke und aber auch alle möglichen anderen Reisen, Ausstellungen, Museen und was weiß ich zu Worte kommen lasse. Wenn ihr also Fragen habt zu China, fragt mich. Ich habe auch mein Glück gefunden, nicht als Coach, sondern bin seit 15 Jahren in Hamburg und arbeite seitdem allerdings an unterschiedlichen Orten bei einem China-Reiseveranstalter. Ich organisiere Reisen und wenn einer von euch jetzt Lust hat, nach Sichuan Wandern zu fahren, um dort die Tropen, die chinesischen Tropen und eben die Elefanten zu sehen, stehe ich zur Verfügung. Vielen Dank.